Wir sehen vor allem den Wasserstoffmotor im Nutzfahrzeugbereich. Und zwar egal, ob das bei Lastwagen oder bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist, da dort eben eine sehr große Mobilität und Unabhängigkeit von der Betankung erforderlich ist und man diese große Energiebereitstellung wohl noch länger brauchen wird, bis das über Batterien und sonstige Antriebssysteme, die eventuell noch kommen, tun kann. Für unser Unternehmen und für unsere Kunden bedeutet es, dass wir die vielen guten Lösungen, die wir in der Zerspannung und Beschichtungstechnologie für die Bearbeitung und Aufbereitung von Kurbelgehäusen haben, weiterhin eingesetzt werden können und wir gerne einen Beitrag leisten, die entsprechend anzupassen, damit sie beim Wasserstoffmotor auch zielführend eingesetzt werden können. Natürlich steht bei uns auch die Absicherung von Arbeitsplätzen im Vordergrund und das wollen wir dann letztendlich damit auch bezwecken. Mich begeistert es, dass man technologieoffen an das Thema der Klimaneutralität herangeht und nicht den Verbrennungsmotor in den Vordergrund stellt, sondern den motorischen Antrieb, der, wenn er die gesetzlichen Vorschriften erreicht, bestens geeignet ist für die Thematik Antriebstechnik.